Mensch. Ich bin eigentlich auch ein Mensch. Ich habe Äste mit roten. Aber wir haben magische Fähigkeiten. Vielleicht ich bin ein kleingeratener Mensch. Meine Frisur kommt immer an eure Schulterhöhe ran. Na, nein. Ja, aber auch bloß, weil du zwei Flaschen Haarspray brauchst. Ey, die ja, halten aber schon seit sehr vielen Folgen. Ich setze mal einfach so ein dickes, so ein hohes Ding noch auf, damit ich noch viel größer wirke. Ja, ja. Ja, wenn ihr zwei hier so nebeneinander steht. Genau, stell dich mal nochmal daneben, ja. Ja, auf jeden Fall. Zweimal genau. Genau die richtige Höhe, ne? Um ihm die Beine abzuhacken? Ja, immer. Mhm. Die Frisur nicht so hoch topiert, ja. So, welche Obelisken, was meintest du? Irgendwo hatten wir zweimal versucht, gegen so eine Dame zu kämpfen, ist beides mal gescheitert und danach haben wir entschieden, wir nehmen uns die Vogelscheuche vor. Also nicht Jollum, sondern die andere. Ach so, jetzt sind wir stärker, ne? Ja, jetzt ja, könnten wir es vielleicht eventuell normal versuchen. Wenn wir welche Dame war denn das? Bin auch am Grübeln. Also da war zumindest ein Wegpunkt in der Nähe. Boah, das ist lange her. Ja, das ist ewig her. Das war noch vor der kurzen Pause von 2 Monaten. Ach, gibt doch kaum Wegpunkte hier. Die kann man doch mal alle abklappern. Mhm. Also. Welche, was, Dame, Obelisken? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Guck mal hier. Nein, in Abfrackerhöhlen ist es nicht. War es im Steingarten? Nee, da war ja dieser, genau, Abfrackerhöhle war dieser Typ drin. Der Steingarten war ja der Friedhof. Mhm. Schwarzgrube. Doch, in der Schwarzgrube. Nee, die haben wir. Schwarzgrube, ne? Da bin ich jetzt gerade. Das ist nördlich der Ölbohr-Sachen und so. Nördlich? Bei mir ist das. Schwarzgrube ist ganz im Süden. Der Wegpunkt ist halt. Also Tore ist es zumindest nicht. Ist nicht eben noch die Hexe haben wir besiegt, ne? In der Schwarzgrube. Schwarzgrube. Da hinten in der Höhle. Doch, die Schwarzgrube-Mine müsste das sein. Ja, ach, ne? Hier, ich weiß, wo das war. Ja, Schwarzgrube-Mine. Von da, wo wir jetzt sind, auf der Karte, geht man ein bisschen nach Süden und dann nach Westen auf der Karte und dann seht ihr das flammende Pentagramm. Dort war das. Nee, das war noch was anderes, glaube ich, oder? Die haben uns doch so zerlegt. Ja, aber war hier wirklich in der Höhle noch unten was? Nee. Ach doch, ja, richtig, doch, hier war das was. Ja, das ist das, was China meinte. Ja, aber was du meinst, war auch noch was, ja. Wo seid ihr richtig zerlegt worden? Schwarzgrube Mine und dann einfach. Oder du benutzt einfach die Pyramide. Noch besser. Müsste ich nicht eine Pyramide haben? Ja, müsste jetzt jeder eine haben. Ja, ich habe eine grüne. Also entweder bin ich blind oder ich habe keine. Schaut mal kurz alle in eure Inventar, vielleicht hatte jemand 2. Also ich habe eine rote. Ich habe eine gelbe. Ich habe wirklich keine. Soll ich halt noch die blaue? Wo ist die? Ach, hier. Schaut mal alle in euer Inventar. ich hatte solche extra grüne gegeben, weil solchen Marine und grün. Ja, genau, das war am Schluss der letzten Session. Ach, die meintest du hier? Mhm. Ja, die war richtig übel. Ach, die kann nix. Ach, nee, nicht Tab. Tab ist Waffe ziehen, ja. Genau, wo wir hier ewig gerätselt haben mit diesen Obelisken und dann eigentlich das Problem ist, es ist ein Übersetzungsthema bei was. Wir waren hier in dem Spielstand noch nicht unten so weit. Ja. Weil ich glaube, nach dem Ganzen ging das ja recht schnell los mit dem Kampf. Ja. Wo materialisiert sich denn dann? Ist Erde, Duna ist Luft und so weiter. Unten drin, da wo die Kula ist quasi, da ist so ein Sarg.
Ach, das war da unten. Ja. Ach, die springt ja dann hier hoch. Ne, 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 ne. Naja, die... Alles Mögliche, genau. Ich glaube, jetzt sind wir aber ein bisschen stärker geworden, ne? Ich hoffe, ein, zwei, da sollten wir... Ja, Schwäche auf keinen Fall. Ja, jetzt haben wir auch aber Schnecki. Hat noch jemand die Reihenfolge im Kopf? Nein, die habe ich mir da natürlich nicht gemerkt. Ich hab bloß beim Durchgehen gesehen, warte mal, hier eine Folge, die endet da, wo die andere anfängt und danach dann nochmal gucken. Okay, wir haben entschieden, wir machen es nicht. Ja, ja, genau. War das hier? Genau. Ich rede hier gerade mal mit dem Artefakt-Ding. Da unten kann man auch noch mal seine Quellenpunkte auffüllen, so ein bisschen. Mm. Solltest du machen, ja. Weil das holt die sich sonst. Da kommen wir ja momentan nicht ran. Da komme ich nicht hin, ne? Schade. Ich darf nicht rein. Aber bevor wir den Sarg nachher öffnen, ne? Wenn wir die Zeit haben. So, mein Geist verschwimmt, die Glyphen werden klar. Genau, jetzt kommt hier der Spruch. Also, des ersten Herren Brut leuchtete vor Kraft. Die des zweiten ward im Blut geboren, in einer langen Nacht. Die des dritten kehrte zurück zum Wind sogleich. Die des vierten bediente sich am Flammenreich. Die des fünften war gesegnet mit Verstand. Ich glaube, das haben wir in Berlin mal gesagt, welche Reihenfolge, weil das so scheiße übersetzt war. Ja, ja. Die des siebten breitet sich aus in wilden Reigen. Und so wird nie wieder ein König den Thron besteigen. A riddle from the past. Or maybe a riddle about the past. So. China, ich habe dir das Buch mal gegeben, wo drin steht, welcher Gott was zuzuordnen ist. Steht zum Glück auch im Log drin, ne? Achso. Ach Gott, mal wieder Sucher. Anweisung des Doktors. Oh, wie viele Quests wir noch offen haben. Nicht verwirren lassen, die werden nicht sinnvoll ausgeblendet. Na, die abgeschlossen habe ich schon mal wieder geschlossen. Also die sind weg. Hier, Mitternachtsöl, das ist die Quest, die wir haben. Wir sind in der Schwarzgrubenhöhle bei der Quest, das Mitternachtsöl, Belly. Sehr schön, Ossel. Also du hast den Laptop auf deinen Knien und sitzt auf dem Klo. Oder wie? Matratze. Auf der Matratze sitzt er gerade. Nein, das glaube ich ja nicht. Aber vielleicht ist die Matratze neben dem Klo. Das hat er noch nicht verraten. Vielleicht hat er es ins Bad geschleppt, dass er einfach den Hintern hochheben muss. Ja, ich hoffe nicht, dass er das Klo irgendwo anders hingeschleppt hat. Ja, das ist die sinnvolle Lösung. Abgeschraubt und einfach hingestellt. Ja. Das kommt nicht so gut. Ich habe die Reihenfolge wieder. Zuerst okay. Amadia, die ist bei mir, die aktiviere ich schnell. Hm. Ja. Jo. Dann Tyrcendelius, da renne ich gerade hin. Mach schneller. Dann Duna. Ja, die ist hier. Dann Zorl Stizzer. Check. Dann Zantessa. Mhm. Der Zwerg ist schneller. Der Zwerg ist schneller. Dann Vrogir. Und zuletzt Ralek. 1500 DP. Das wäre cool, wenn wir noch aufgestiegen wären oder so. Ja, das dauert leider einen Moment noch. Genau, jetzt ist da das Zeug. Und jetzt kannst du schnell noch auf Speichern drücken, bevor wir... Ja, ganz wichtig. Läuft.
Wartet mal, ich hole mir schnell mal die Quellenmagie. Mhm. What in the name of Lucian's prize pig is going on here? So, ich bin wieder weg. Warte kurz. Ich darf bestimmt hier unten wieder Opfer spielen. Ich glaube, an die Truhen links, rechts durftet ihr auch ran, nur wenn ihr an den Sarg da geht, dann gibt es Probleme. Ja, stimmt. Einmal Artilleriepflanze lernen. Das Buch dafür. Was ist Geomant 3. Aha. Und eine Hose zum Analysieren. China, ich habe dir mal dieses Artefakt gegeben, was wir holen sollten. Hatten wir noch einen anderen Geomanten, der das sinnvoll lernen könnte? Also ich bin Geomant. Nehme ich das Ding auch erstmal. Okay, es sind magische Lederkniehosen, Finesse. Das ist, wenn dann eher solche. Mal schauen, was habe ich denn? Oh ja. Kanonierpflanze. Vor allem Kanonierpflanze ist noch ein beschworenes Wesen. Ja. Stufe 14 sogar. Das kombiniert sich ganz gut. Habe ich mir Rüstung? So, dann wollte ich noch meine Fähigkeiten bohren, die drin, nicht L. Jetzt habe ich Pluderhosen an. So, dieses Ebenentor war völliger Müll, habe ich ja festgestellt. Ja, oh mein Gott, ich schaue aus wie MC Hammer von vorne, nur mit Rüstung. Deswegen ist es gut aus. Wo stehst du denn? Du stehst da hinten. It's Hammer Time. Dö, 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 dö. Mit dö. Iron Man Helm? Ist das ein Iron Man Helm? Keine Ahnung, ich bin da nicht so drin. Aber so oft hin. Als Unkenntner, als jemand, der sich damit nicht auskennt, ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Mir hat aber der Shredder-Helm besser gefallen, der von den Turtles. So, das Ölmonster raus. Ah, ja. Wir beschützen uns gegenseitig, oder wie? Ja, ich dachte, von hier hat man die beste Position. Weil da oben, neben dem Aktivierungsding, wo wir reingekommen sind, da war ja nicht so gut. Da waren auch gleich die, das war das Wölfe oder so gespawnt. Das kann sein, ja. Was er will, dass wir an den Sarg gehen. Ich glaube, das kann China machen. Ja, wieder das kleine, dicke Kind, ja? Ja, das kleine, dicke, gepanzerte Kind. Das Frontschwein, ja. Das Frontschwein, ja. Hey, das geht nicht gut. Oh, da ist ja noch mehr. Ja, sie redet mit China. Ja. Ach, jetzt steht die ja da oben. Ja. Naja, das war ja das Problem. Wenn sie sich da oben hingestellt hätte, das wäre nicht so gut gekommen. Ich bin mal hier Puffer. Du bist der Heiler, bitte Puffer hier nichts. Weil ich muss eher noch mit mir zu euch, sonst... Ja, deswegen. Ja, da muss China klarkommen, ne? Schlecht wäre es jetzt, wenn sie jetzt mit China tauscht, dann ist China, ich glaube, ich außer Reichweite. Wieso, da habe ich hier oben zwei Monster, das ist doch... Naja, die gehen ja eigentlich. Sie ist ein bisschen zäh. Ja, kennen wir alles schon. Ist zwar ein bisschen her, aber ja. The creature leans forward to get a better look at you, clucking and tutting under her breath. It seems to be a simple form at its core, a source vat. A walking, unfortunately talking, source vat. Walking and unfortunately talking. I wonder... How to extract the source from the vessel without... She pulls back suddenly, recoiling in horror. It is rotting. Almost imperceptibly, but it decays before my eyes. It must have no more than a century left. Ja, Zwergesterben viel zu jung. The god within you reacts. His emotions a cocktail of fury and fear. You hear his voice. Stell dir mal vor, ich hätte angesprochen. Das dauert nur noch 10 Jahre oder so. Fast so lange? A terror, you worm. An eternity locked away was too good for you. I should have seen you ground to dust and fed to the wind. Your heresies deserve nothing less. Jetzt sind auf einmal bei China auch noch was. Ist da auch aus dem Sarg rausgekommen. Kann China ja direkt aufnehmen. What happened to you? Yep. Did you truly fall so far? Silence. It is your king that has fallen. He and all the other eternal cowards were flung into the void. Get out. The power you were too scared to hunt has made me a god. And yet, here you stand,
small, weak, decaying. I will not even need the Aetheron to grind you into the dust. You feel your god freeze at the mention of this Aetheron. Das laufende Fronteisbein, wenn dann solche. Ja. Where is it? It? Ja. Ah, of course you never found it. You always lacked imagination, my lord. I hid it in these very caves, although I can feel its distance now. Some perhaps they intend to flay the godliness from you. No matter. Given your pathetic state, it is Stufe 14, okay. Wenigstens ein Level drüber. Ja, wir hatten trotz allem Probleme. Ja, aber ich glaube, wir waren 13 oder so, ne? It was designed to die. And I think it is time that design were fulfilled. Do not worry. The source shall not be wasted. It will carry me from this tomb. It will bring me freedom at last. Hi, Karu. Und es geht los. Ja. Genau, komm zu mir nach unten. Nein, was macht sie? Seelenband. Auf wen? Das wird so viel da oben beschwören. Ach so, stimmt. Die kann ja immer wieder neue Viecher beschwören. Noch eins. Zwei. Es wird kuschelig bei uns, oder? Gut, ich stehe auf der richtigen Seite. Au. 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 Ich habe schon keine Rüstung mehr. Oh, ich habe auch, glaube ich, kein Leben mehr. Au. Ja, was meinst du, warum ich gesagt habe, wir wollen nicht den... Wow. Den okay, Heiler das war ein Crit. Das war ein Crit. Kritisch. Ey, es eskaliert direkt wieder. Kaum, dass wir starten. Caro, wo soll ich dir denn was sagen nächstes Mal? Schrifttolle hier auf uns. Caro, dann musst du zu uns ins Discord kommen, da hat er es angekündigt. Hm, wo setze ich dich denn ab? Vielleicht ein Stück weiter links hinten. Ist noch ein Jäger, ja, wahrscheinlich eher ein bisschen weiter hinten, ne? Ja, die waren ziemlich schnell, konnten glaube ich auch springen. Ja, ich glaube, das ist völlig egal wahrscheinlich fast, ne? Auf jeden Fall nicht außer Reichweite von Jolvo. Weil ich jetzt einfach hier bei uns ab. Hälfte eklige Heilung, nee, das wollte ich nicht. Dafür habe ich keine... Ich habe noch einen Skillpunkt. Okay. Ich könnte dich verstärken. Ein Skillpunkt? Aktionspunkt. Oh yeah, wieder Rüstung, das ist gut. Ja, das sollte dich hoffentlich gegen einen Angriff schützen. Russell, danke sehr. So, was mache ich jetzt hier unten? Erstmal die Hörner wieder aufsetzen. Ist auch die Frage, geht man jetzt primär auf die Hunde oder mehr auf die Tante? Auf alle. Hauptsache, sie sind weit weg von mir. Per weltweite Übertragung in allen Medien. Okay, nächstes Mal sorge ich dafür, dass es im Fernsehen angekündigt wird. So eine Reichweite hast du? Na, Caro will es so. Oh, was war das denn? Schönes Pfählung. Ja. Ja. Geomantenzauber. Ey. Gut, du hältst es ein bisschen aus, wenigstens mit der Rüstung. Und einer hat ja netterweise auch verfehlt. Ich vermute Belly, ja. Weil die hat die ja beschworen. Also Hauptziel sollte die Tante sein. Vermutlich. Ja, darum habe ich jetzt Zauber auf sie gewirkt. Ja, aber die hat so viel Rüstung. Ich brauche erstmal wieder einen Moment, bis ich ja das Richtige gefunden habe. Ja, wenn wir das zweite Mal gegen sie kämpfen, dann hast du das alles wieder drauf. So, solche. Ich mache dich jetzt erstmal... Ach, das kostet zwei Aktionspunkte. Egal, ich mache dich erstmal mächtig. Todeswunsch. Ja, bei so wenig HP ist das eine gute Sache. Aber sollst du ihn trotzdem heilen? Ja, sonst kommt ja auch. Sonst beißen die einmal zu. Ich weiß. Er kriegt jetzt noch eine Welle der Heilung zugesandt. Welle der Heilung. Die anderen werden jetzt zwar auch geheilt, aber das ist
nicht so schlimm, weil die schon voll ist. Nee, du hast ihr Schaden gemacht, die ist noch. Ja. Ah, wunderbar. Da hat sie eben mal so 330 Hitpoints verloren, also physische Rüstung. Das war gewollt, ja, das war gewollt. Das war gewollt, das war total gewollt. Total, ja. Nee, ich hatte jetzt nur an die anderen beiden gedacht, die da stehen, aber die hatten ja eh volles. Na klar, sie ist untot. Ja, wunderbar. Es brennt wieder. Es wird gleich brennen, ja. Ja, gleich. Ich habe keinen Regen dabei. Es brennt doch schon. Ja, ja. Was ist hier hin? Das ist schon mal wichtig gerade. Also Wasser und Luft brauchst du nicht ankommen bei dir. Gift sowieso nicht. Na toll, ich bin doch hier Wasserfuzzi. Da, du kannst ja zu Tode heilen. Ja, aber ich glaube, er nimmt lieber die Heilung auf uns. Yep. Und die brauchen ja auch immer ein bisschen, bis die wiederkommen. Also ja, die so viele Heilzauber hat man leider nicht. Die ich eben jetzt gemacht habe, brauchen jetzt wieder 5 Runden. Nein, na, oh, geh weg von mir. Hauen sie ab. Rrts. Nochmal. Aua. Zweimal ja, Supraleiter und ein Kettenblitz. Ja, kann man alles machen. Muss man nicht machen, kann man machen. So. So. 356. Das ist nicht ja, richtig reingehauen eben. Okay, bei mir ist es nur gegen die magische Rüstung gegangen. Solche hatte halt keine so richtig. Ne, die war, glaube ich, beim ersten Mal weg. Ja. Also bei mir wurde auch beides durch magische Rüstung blockiert. Ja, zum Glück hat es bei solchen nur das... Na, durch den Tod hat er keine mehr gehabt. Ja, ja, aber er hat sich eine raufgenommen, deswegen ist er nur schockiert quasi. Nicht gleich komplett betäubt. Ja, ich hatte ein Stück, ich hatte eine Frostrüstung. Ja. Oh ja, kommt hier runter. Geklebt. Umso mehr kannst du mit deinem Wirbelwind binden, oder? Immer gleich bei mir für ein bisschen physische Rüstung sorgen und dann vor allem, sie sind halt bei mir unten beschäftigt und nicht bei euch da oben. Mhm. Ich finde es schade, dass ich keine Fähigkeit habe, euch auch physische Rüstung zu geben. Das ist das Einzige, was irgendwie noch fehlt. Ja, das ist halt der Geomant. Du musst halt jetzt auch Geomantensachen lernen. Ja, genau. Eierlinge-Wollmilchsau, oder wie heißt das? Eierlinge-Wollmilchsau. Ja. Momentan habe ich sogar einen Punkt in Geomant, wahrscheinlich durch irgendein Kleidungsstück. Mhm. Ganz sicher, ja. Da müsstest du verstärken lernen können. Das ist, glaube ich, ja, ist bloß Geomant 1. Aber das bringt ja nicht so enorm viel, ne? Durch Ausrüstung. Ja. Skaliert ja unter anderem mit den Geomant-Punkten natürlich, aber auch mit der Intelligenz mit skalieren, von der er am meisten hat. Mit Abstand. Nein. Gibt es coole Fanart, Belly, von Divinity? Ah, kann ich mir vorstellen, dass bestimmt da einiges ist. Aber du sollst es ja auch nicht kopieren, sondern dein eigenes machen. Und das ist dann auch cool. Mhm. Brennen wir sie weg. Oh, jetzt ist aber langsam deine Rüstung durch. Die ist schon durch. Gerade eben durch. Wow. Ja. Und verkrüppelt bin ich ja auch. Jetzt nicht mehr. Haust ein bisschen Leben um dich drum rum, fängst an, die Rüstung zu hämmern. Ich bin ein Golem, ich bin ein Golem. Der Zwerg-Golem. Ja, sie haben auch schon wieder Rüstung weggehauen. Ja gut, gegen 3 Gegner ist das auch ein bisschen heftig. Ja, yeah. Weil sie machen dann trotz allem nicht wenig Schaden, ist ja... Belly ist neidisch auf die Schiene. China, du bist nicht in meiner Reichweite. Dachte ich mir schon. Kümmere dich lieber um die Leute da oben. Ich kann dir leider nicht helfen. Mit den Leuten hier oben habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten schon geholfen. Okay, da ist die Tante. Die hat nicht mehr viel. Sie ist... Also ich kann nicht viel gegen sie ausrichten. Ich hab eine Frage.
Die gehen ja doch alle auf mich. Kannst du dann nicht irgend so ein Seelenband machen, dass die da auch dafür Schaden kriegt? Nein. Also ich kann... Ist bloß zwischen Caster und einem Ziel. Ah, okay. Genau, und auch nur, wenn die physische Rüstung bei Null ist. Ah. Hm. So mit Wasser brauchte ich jetzt nicht kommen, habt ihr gesagt. Das macht nicht viel Schaden. 80% reduziert, ja, das ist lächerlich. Ja, gut, dass meine... Wie sieht es denn bei den Jägern aus? Warte mal. Die ist haben... physischer Schaden? Ach, 75%. Also bei den Jägern kannst du mit Luft rankommen. Ja, das Luft geht... Du könntest sie heilen. Das könnte ich tun. Da fehlt nicht mehr viel. Und brennen tut's auch noch. Ja. 400 hat sie nur noch. Mhm. Ja, aber und sie nimmt auch mindestens 100 Punkte Schaden nochmal. Durchbrennend. Wow, so viel Schaden macht das Brennen jetzt schon. 111 bis ein bisschen mehr. Krass. Du müsstest also bloß 360 Schaden machen bei ihr. Krieg ich hin. Ah, ja, es geht aber gegen die physische, ne? So. Okay, aber sieht schon mal gut aus. Ist noch mal ein bisschen was drauf. Wow. Jetzt sind bloß noch die nicht neu Beschworenen da. Ja, also gut, die mit ihr zusammen erschienen sind. Das waren jetzt meine Heilfähigkeiten. Ja, du hast damit drei Gegner rausgenommen. Naja, das eine sind 318, das andere sind 424. Aua. Halt die meisten Schadenssachen von mir sind halt Wasser. Ich glaube, also das überlebe ich nicht. Bis ich wieder dran bin, war noch einer von denen da unten dran. Ne? Ja. Ja, ist dann so. Notwendiges Opfer. Du hast, ganz genau. Ja. Du hast die wenigsten aufgehalten. Braves Freundschwein. Genau. Solange der Tank zuerst schon alles richtig gemacht. Richtig. Also ich will ja nicht sagen, aber da ist schon mal jemand gestorben vor dem Tank. Wenn der Gegner nicht beim Tank das steht, dafür nicht. Kann der Tank nichts. Das zählt nicht. In diesem Spiel können die Gegner die Agro vom Tank ignorieren. Das ist nicht fair. Jo, ist dann so. Tschüss, China. Genau. Gegen ihn. Ach, du überlebst das schon. Die greifen ja richtig oft an. Gut, dann bin ich gleich tot, wenn der andere auch auf mich geht. Welcher andere? Da steht noch. Stehen zwei. Nein. Nein? Ach, das ist die Schnecke. Ja. Die Schnecke greift dich hoffentlich nicht an. Also, man weiß ja nie, aber China hat den Tod abgewehrt. China kriegt noch mehr Treffer. China ja. ist tot. China ist tot, ja. Es war schön mit euch. Wenn man Ossels Aussage glauben kann, dann muss ich jetzt aufhören mit der Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Spiel. Wie war das bei Gift mit denen? Immun. Nee. Ja. Dann machen wir das hier. Nee, es bringt Wind und sonst Nekromantie? Ich mach einfach mal Chaos. Das machst du doch eh immer. Au. Ups. Nein, das war mein kleiner Kratzer in meiner magischen Rüstung. Nee, mutig sind wir noch. Noch. Jetzt kommen sie zu euch. Aber es ist schön, du bist zwar tot, aber du machst immer noch diese Feueraura da. Welche? Nee, das ist meine. Das ist alles seine, ja. Das ist der reaktive Schuss, aber anscheinend... Ach so, stimmt. Weg. Nee, der hat Schaden bekommen. Ja, 27 oder so, ne? Deswegen dachte ich erst, es kommt von deiner Feueraura. Ja, jetzt wird's natürlich lustig. Einer ist schon fast tot. Ja, den kannst du auf jeden Fall noch eliminieren. Der ist dann nach mir, wäre der dran. Auf einem Ziel. Aber die haben nur 37 magische Rüstung. Yeah, ja, also die haben... Ist übel, aber... Die haben fast gar nichts.
Das geht auf jeden Fall auf den. Oh, das hat mich sogar geheilt. Okay. Ja, Vampirismus, ne? So, und den muss ich jetzt noch. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Dem Zielcharakter, ja. Ups. Oh ja. Ups. Das stand nicht in der Beschreibung drin, der Boden wird sich in verfluchtes Eis verwandeln. Belly ist gerade weg, jetzt hat sie das Ups gar nicht mitbekommen. Tja, selber schuld. Aber dafür ist der andere noch mit schockiert. Das war schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Nur nicht bewegen jetzt, weil sonst wirst du direkt eingefroren. So. Du Scheiße. Die hat's mitbekommen. Na, sehr schön. Dann ist gut. Ups, bekommt's immer mit. Ist noch hängen geblieben. Sie hat das so vorausgeahnt. Oh, solche hat neuen Spielkameraden. Ja, der neue Spielkamerad greift mich mal wenigstens nicht an und beschützt mich vor dem anderen. Hallo, die haben mich beide nicht angegriffen. Der eine hat zu weit gehen müssen. Na jetzt toll, jetzt ist Jürgen stumm. Ja. Ich würde ja sagen, ihr könnt mich auch wieder belegen, aber ich glaube, ich bin außer Reichweite. Du bist außer Reichweite, Fina. Mhm. Taktischer Rückzug funktioniert erst in 3 Zügen nochmal. Da ist der Tod. Also, der letzte Gegner. Also, nee, sind auch 2 Gegner, oder? Aber die Erfahrungspunkte kriegst du ja trotzdem, oder? Ja. Hm. Ja, so geht's. Dann krieg ich solche. Ist nicht mehr wie im ersten Teil. Das haben die sogar im ersten Teil in dieser verbesserten Version sogar geändert, ne? Das, also, dann ist auch jetzt wie hier. Steht da wer im Weg? Nur der andere Typ. Ja. Feuer! Hinten haben wir es gelöscht und hier vorne brennt es jetzt dafür. Tja, ich kann nichts machen, dieser Zug. Doch, das kann ich machen. Ja, ist ja immerhin was. Und jetzt ein paar Punkte sparen für die nächste Runde. Wo du immer noch stumm sein wirst. Aber dann kann ich das wieder machen. jetzt hat's mir wieder den... Nein, hör auf, ich will das nicht. Okay. Nicht dann. Wie viel magische Rüstung habe ich? Genug. Ja. Fast. Wir haben es geschafft. Na klar. Also klar, alle fallen um. Count tot now. Ach, jetzt bin ich auch noch verstummt. So, wir reden hier gerade miteinander. Ja, ich kann da irgendwie nicht zuhören. Kein Symbol dafür. Warte, ich komme mal schnell runter. Doch, wenn du auf Julbe gehst. Aber ich belebe dich jetzt mal schnell, vielleicht kannst du dann zuhören. Meinst du, ich bin zu tot dafür? Ja. Nee, ich glaube, da kriegt jetzt eh jeder die gleiche. Wir müssen eh gleich jeder seinen Senf dazu geben. Jetzt habe ich ein Ohr, ja. Regardless of who they once were, there are gods now. We should not doubt them. Oder auch nicht? Verrückt. Plattenstücke, die kann bestimmt China gebrauchen. Ich habe hier ein Fertigkeitenbuch, Winterexplosion. Klingt sehr wässrig. Ja, das ist Wasserschaden. Hast du denn das schon, Julve? Ich schau mal eben.
Kann man sich die Sachen irgendwie sortieren? Nee, ne? Interexplosion habe ich schon. Doch, man kann sortieren. Es gibt dafür einen Button. Ich gebe mal Tyrana etwas Stuff zum Identifizieren, bitte. Es gibt einen Button für Sortieren? Ja, es gibt sogar mehrere Buttons für verschiedene Kategorien. Ja, das hat, schon. Hat denn sonst noch wer Hydrosoph? Kriegsführung und Gauner hat der Ring. Ich habe auch noch Hydrosoph. Das klingt sehr nach fast alles. Bonschwein. China, ich habe den Ring. Dann hier ist das Buch von dem Hydrosophen. Hydrosophen-Amulett, das könnte ganz interessant sein. Also es ist nicht viel Hydrosoph, was ich habe, aber... Zwei. Das reicht dann irgendein Gegenstand oder so. Jollum, ich habe dir was zugesteckt. Oh, der ist auch gut. Oh, sehr schön. Der hier ist auch. Jollum, ich habe dir auch noch einen guten Stab zugesteckt. Der gute Stab, ja, könnte besser sein als mein jetziger Ersatz. Hat vor allem drei Intelligenz oder sowas waren es drauf. Also damit erhöhst du nochmal Heilung und Schaden. Ui. Stimmt, dann ist das vielleicht besser als. Also, das ist der Grundschaden vielleicht ein bisschen geringer, aber. Ja. Jetzt ist die Schrammeltussi tot. Was machen wir jetzt? Erstmal verwandeln. Wir müssen dieses Öl irgendwo abgeben oder so. Das haben wir eine Quest, ne? Ach ne, die Quest ist abgeschlossen. Die Steintafel, aber irgendeine Tafel haben wir bekommen. Damit muss man noch irgendwas machen. Nee, das ist nicht. Nee. Oh, so viele Quests noch. Auf einer Lichtung im Wald sind wir auf ein elfisches Monument gestoßen. Vier Statuen um eine Feuerschale herum gruppiert. Aha. Gut zu wissen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe jetzt hier noch mein älteres Amulett mit 80 magischer Rüstung. Was ist da drauf noch? Hydrosoph und Beschwören. Aha, nö, also ich bräuchte es nicht, keine Ahnung, vielleicht. Ja, ich überlege gerade, könnte interessant sein. Hab zwar Glücksbringer und Vergeltung, aber das brauche ich ja nicht drauf. Konstitution habe ich noch. Und dann habe ich ein bisschen Beschwören noch hoch. Da. Lernen wir die Winterexplosion einfach mal. Schadet zumindest nicht. Baby Billy. Ich habe sie, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich benutzt bisher. Kann ich die überhaupt zurzeit? Doch, haben tue ich sie. Das Ding ist halt, da stehst du sowieso in der Regel immer bei den Gegnern und dann kann man sowas eh nicht machen. Das Ding macht. Ja, wir haben es geschafft, Billy. Ist vor allem, um Flächen einzufrieren. Ja. Und Schaden. Wow. Okay. Ich habe gerade diese komische Kugel, die wir da gekriegt haben, in das Amulett gesetzt. Dein Ausweichen und das Ausweichen deiner Verbündeten in der Nähe wird um 90% und das Bewegungstempo um 1 Meter erhöht. Das ist aktivierst die Fähigkeit, ne? Das ist. Was? Das ist ein Skill. Ja, das ist. Nee, das ist ein Zauber halt. Dafür brauche ich die Punkte, die Quellenmagie-Punkte. Genau. Ist die Aura des Ausweichens, meinst du? Genau. Habe ich ja auch, glaube in einer Waffe drin sowas. Das gibt oder hatte ich zumindest. Aura, das gibt es. Ja. Hatte ich zumindest gehabt. Aktuell nicht. Nee, ich habe auch gerade gar nichts, wo man irgendwie Boden reinwerfen kann. Ich habe verschiedene Sachen, wo welche rein können, aber ist halt immer so die Frage, was dann? In die Waffen nutze ich es, um verschiedene Schadensarten zu haben und ich habe bereits eine Waffe mit Giftschaden. Darum muss ich das Teil dann nicht einsetzen. Ja. Vor allem, da du halt Quellenpunkte dafür brauchst, um sie einzusetzen. In der Rüstung kann es aber interessant werden, mit der Wundreinigung. Die ist eine gute Fähigkeit. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, wo wir hinwollen. Ich auch nicht. Das war nur etwas, was ich halt beim
zurechtmachen, der noch hochzuladen, Folgen halt mitbekommen habe. Oder war ja noch was? Ja. Wir hätten noch eben das brennende Pentagramm, die wir uns da so nass gemacht haben. Oh ja, die. Die war übel, ja. Ja, wir können es probieren. Speicher es einfach und dann... Am Kloster. Klosterwald, ne? Genau. Gespeichert ist schon, aber ich kann noch mal am Klosterwald speichern dann. Jo. Ich bin mal eben 2 Minuten AFK. Gleich wieder. Ja.